Jo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 21. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel und das heißt dann gegen Werder Bremen. Ja, da wollen wir auf jeden Fall heute noch einen Schritt machen. Wobei ich gerade heute gelesen habe, dass die Bremer tatsächlich ihren Trainer entlassen haben. Kofeld weg, Scharf ist neu der Trainer für diese Relegation. Ich denke mal, wenn die Folge rauskommt, wird das wahrscheinlich alles schon ein bisschen durch sein. Ich weiß gar nicht, wie jetzt. Also ich glaube, die Folge kommt jetzt Dienstag raus. An dem Dienstag raus. Aber egal, jetzt geht es erstmal weiter mit der Liga. Und da ist der Tabellenneunte zu Gast. Salario braucht noch 4 Tore. Dann hat das. Und jetzt geht es erstmal in die Pressekonferenz. Wenn es Fragen gibt, dürfen Sie die jetzt stellen. So. Klar, da war alles möglich. So. Genau, wer einmal gewinnt, kann auch zweimal gewinnen. Ja, wir müssen ja, aber wir müssen unseren Druck da oben halten. Wir wollen die Bayern ärgern, wir wollen die Bayern drücken. Die müssen, sie müssen halt immer noch einmal vor Unterschied spielen. Ich spiele jetzt, glaube ich, beim HSV oder so. War das jetzt, glaube ich, in der letzten Partie, haben wir wohl gewonnen. Wir haben es nicht in der eigenen Hand, das ist es einfach. Gut. Kein Grund, sich zu kein Grund zu wechseln. Auf geht's. Spiel nach Bremen. Oder Spiel in Bremen. So. Auf geht's. Verlieren wir ein Spiel, denke ich mal, ist das Thema völlig gegessen. Klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn bei dem stehen 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zu Buche. Kann er auch heute wieder treffen? Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Weserstadion. Am Mikrofon ist wieder das gewohnte Kommentatorenteam Wolfuß und Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Werder Bremen gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Er stand vor diesem Spiel so ein wenig im Vordergrund. Denn er trifft heute erstmals seit seinem Abgang wieder auf seinen Ex-Club. Gewissenskonflikte? Bah, möglicherweise. Wie siehst du das, Buschi? Ist da ein Problem? Nein, glaube ich nicht. Das ist Rudi, ne? Das musst du als Profi ausblenden, ausschalten. Klar, es gibt noch Beziehungen, Freundschaften, aber die ruhen natürlich, sobald es auf den Rasen geht. Es sind Profis. Das ist der moderne Fußball. Heute spielst du hier, morgen spielst du da. Das ist nichts Außergewöhnliches. Ja, in Bremen, das muss auch erstmal gewonnen werden, das Spiel. Das ist auch so nicht ganz einfach. Heute in dieses Spiel. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-3-3. Buschi. Die Marschrichtung ist klar, würde ich sagen. Mit 3 Stürmern geht's einfach ab nach vorne. Danke, liebes Publikum. Viel Spaß. Na dann, auf geht's in die Partie. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter bei Werder Bremen. Wir müssen unsere Aufgabe auf jeden Fall erstmal heute lösen. Und dann können wir auch auf andere gucken. Klar, oder beziehungsweise ich gucke jetzt nach, wie die Bayern gehen, weil je nachdem, wie das heute läuft. Alario. Schönes Ding. Kowilanski hat jetzt einmal und. Da hat er Glück gehabt, der Bremer. Aber das wäre nämlich, wenn der nämlich auf Foul geht, der Ball. Der Schiedsrichter.
dann heißt das Thema Rot, Notbremse. Punkt. Weil Kubilanski durch war. Ja, da ist der Manager nicht zu beneiden, wenn er adäquat. Er setzt sich durch und jetzt kann es was werden. Oh, der Rausruhen! Ja, aber war gefährlich, war gefährlich, lass mich nicht. Neunte Minute. Hinter dem Ball viel zu ungefährlich. Zappacosta. Zappacosta. Ja. Schade, fast die erste gute Situation. Er passt ihn auf den Flügel. Rudi. Gelson Fernandes. Ballverlust von Gelson Fernandes. Lucas Alario. Alario. Oh, Mendes, der passt da gut auf hinten. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Schönes Ding, Kolasinac. Kolasinac. Versucht. Einfach mal probieren, warum nicht? Man könnte es ja einfach mal versuchen. Also Alario, 4 Tore braucht er, dann hat er die 40. 36 Saisontore hat er. Da wird er auf jeden Fall heute, wird er auf jeden Fall die Saison durchgehen. Meite. Joel Linton. Ludwig Augustinsson. Augustinsson, jetzt müsste er außen durch gegen Timo Becker. Alles sieht gut aus. Das könnte die Gelegenheit geben. Und Tor, nein. Glück gehabt, doch kein Tor für Bremen, weil das wäre, eigentlich würde ich gerade sagen, okay, das ist das Einzige für die Werderaner, aber. Ah, Kubilanski, der muss ein bisschen was außen tun. Schön gemacht. Lucas Alario. Alario. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Gut dabei. Gibt Einwurf. Auf Bremen, ja, Bremen, sag ja, das ist das erwartet schwere Spiel bei den Werder. Der FC Schalke präsentierte sich gut in Form bei diesem Heimsieg, als man es mit dem FSV Mainz 05 zu tun hatte. Der 5:1-Sieg war verdient, auch in der Höhe. Aber ich glaube nicht, dass sich das heute wiederholen lässt. Ich glaube eher an den Unentschieden. Lucas Alario! Alario, ach Mann! Ich versuch's gerade so ein bisschen. 30. Minute, die nächste Großchance der Bremer. Der Schalke, Entschuldigung. Pesela. Rudi. Zappacosta. Rudi. Ah! Zappacosta, der AG. Latza verschätzt sich da komplett. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Ludwig Augustinsson. Und nun ein Schuss. Keine Gefahr. Ah, die Bremer, die kommen ein bisschen besser in die Partie gerade. Die stehen gut, die machen es gut. Wenn sie nicht mehr in dem Mittelfeld auch. Vor dem Tor kreieren, dann wird das hier maximal ein Remis geben. Und macht er das Tor? Das Tor für Werder! 40. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Ja, gut gemacht aber. Und zwar sonst Joel Linton. Und Wolf, am Ende hat er auch noch den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ja, ja. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Gut gemacht, der Rose. Und vielleicht auch noch irgendwie Post, wenn das Tor. Ja, passt auf. Das Problem ist immer, die kommen immer zu zweit. Und dann wird es schwierig werden, da irgendwie was zu starten. Kommt jetzt die Flanke rein. Lucas Alario. Alario. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. Das kann auch anders ausgehen. Also Bremen führt 1:0 und wir müssen uns irgendwie so ein bisschen... strecken. Ich probiere es jetzt mit dem Wechsel auf der 10. Ja, Piontek, der eigentlich jetzt mal probieren soll, heute an zweiter Spitze da vorne. Aber wir müssen ein bisschen was tun. Richter.
Da wäre Platz auf außen. Ja, da ist aber keiner da, ne? Das Problem, die doppeln mich gerade so ein bisschen. Schalke macht hoch. Das war doch kein Abseits. Pesela. Der Ball kommt hoch rein. Joelinton. Da geht er volles Glück gehabt, dass die Flanke nicht vernünftig durch. Ins Ausgeklärt, das wird Ecke geben. Kurze Variante bei dieser Ecke. Jetzt vielleicht. Stark, das war's mit der Chance. Oh, zum Kopfball. Ein Tor verdient. Ich komme aber auch nicht rein. Wir sehen, der Ball. Es geht Rudi raus. Knapp daneben. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga. Kannst du da mal. Ach, ich hasse das. Dann geht es auswärts gegen den Hamburg SV. Eine richtig reizvolle Partie könnte das werden. Jetzt vielleicht mal ein bisschen Platz, Marco Richter. Jetzt vielleicht die Flanke. Yes! So, Spannung drin in dieser Partie. 59. Wir müssen es ja machen. Piontek. Wir müssen das Ding ja eigentlich gewinnen. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise. Jetzt mal endlich erkannt, geschafft, dieses Bollwerk zu knacken. Also 1:1 der Ausgleichstreffer durch Piontek. Die Nummer 9, Krzysztof Piontek. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Joelinton. Ah. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt nutzen. Werder Bremen hat hoch. Das war alles andere als gut. Davide Zappacosta. Gut dazwischen gut gemacht. Im eigenen 16er. Der ist weg. Und es gibt Abstoß. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt irgendwas gegeben hat. Ein kartenmäßig. Becker. Da die kleine Erinnerung für uns, mit wem es Piontek. Piontek! Doppelpack! Zu Hause gegen Augsburg das nächste Spiel. Aber erstmal das wichtige Spiel in Bremen gedreht. Der neue Mann macht's. Das ist mein Glücksgriff. Ja, da hat er die Situation ganz schnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Das war eine Aufgabe, definitiv. Ist das die Entscheidung, Busch? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist es und sie haben die Führung. 20 Minuten haben wir noch. So, jetzt haben wir erstmal unseren Schritt getan. Wieder, wir führen ein Spiel in Bremen. Ein ganz, ganz komisches Spiel in Bremen, muss ich sagen. Unaufhaltsam. Glück gehabt, dass er da nicht trifft. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Kolasinac, ja, fällt es nicht voll. Auf. Jetzt kann die Alleingabe kommen. Gutes Tackling hier. Zu sicher weggegeben. Ja, Marco Richter. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Und Paar Flecker hält die Bremer so ein bisschen in der Partie. Der ist erstmal weit, weit weg. Schalke mit dem Einwurf. Also, 80. Minute sind wir jetzt gerade schon. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt auch mal schon. Neu den Laden für die Schlussphase. Klar, die. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Sauberes Technik von ihm. Becker. Da stand der Assistent gut. Abseits. Abseits pfeift er sogar noch. Oh, jetzt werden sie wechseln. So,
So, Wechsel, Doppelwechsel drauf. Ich bringe natürlich beide aus neu. Ja, ich versuche es natürlich ein bisschen nochmal reinzukommen. Vielleicht doch noch irgendwie das 3-1 zuzumachen. Sam Klukas. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Geht zum Fernandes. Da verlieren sie den Ball. Schönes Ding. Schön gemacht, Krüger. Ist hier immer noch am Ball. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Guter Einsatz. Ball ist erst mal wieder weg. Die Defensive so. Steht. Komm, pfeif ab. Yes! Das war sowas von 100% wichtig. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist. Ja, aber dann haben wir auch gesehen, wie stark Bremen sein kann, wenn sie wollen. So. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Wirklich torgefährlich ist das am Ende. So, da ist ein Transferangebot reingegangen. Ja, ich war ziemlich froh, dass es Sporting. So, also 10 Millionen möchte ich auf jeden Fall Minimum haben. Übrigens ist das Angebot, war ein bisschen falsch gerade. So, da verhandel ich gerade so ein bisschen. So, okay, damit ist aber am Feierabend. Wir sehen uns im nächsten Spiel wieder und dann geht's gegen den FC Augsburg.